Vielleicht geschehen auch nach 9 Jahren noch Wunder im GTA. Es gab heute nicht nur das große erwartete Update in Online mit Franklin und Co., sondern aber auch, es gab auch heute eine Erneuerung nach 9 Jahren in Story-Modus. Wir haben nämlich in einem Emanation-Geschäft, in allen Emanation-Geschäften, eine neue Waffe dazu bekommen. Mit allen Charakteren, sowohl Trevor, Franklin und Michael, bekamen wir heute eine Railgun dazu. Eine Railgun um 250.000 GTA-Dollar. Nach 9 Jahren fügt also mit dem heutigen Update Rockstar Game still und leise eine Waffe dazu. Ja? Nach 9 Jahren still und leise bekommen wir heute eine Waffe dazu. Vielleicht ein Vorreiter für das neue GTA 5 auf PlayStation 5, dass wir vielleicht eine neue Story-Erweiterung bekommen werden. Möglicherweise, das werden wir im nächsten Jahr sehen. Aber heute fügte Rockstar Games still und leise diese Waffe eben dazu. Ich habe diese Waffe auch ausgetestet mit Trevor. Also gut, nach 9 Jahren haben wir eine neue Waffe dazu bekommen. Ich habe sie mittlerweile schon gekauft mit Trevor. Und ja, schaut selber, habt Spaß mit diesen paar Minuten. Ich meine, seid mir bitte nicht böse, aber heute haben sie uns diese Waffe still und leise dazugefügt, still und leise, muss man dazu sagen, nach 9 Jahren kriegen wir im Story eine neue Waffe, um 250.000 GTA. Ich meine, seid mir nicht böse, Rockstar. Ich meine, 9 Jahre ist das halt schon bald das Spiel. Ja, fast 9 Jahre oder 8 Jahre, eher wurscht. Und da fügt uns auch Waffen dazu in Story-Modus, wo es eh keine Sau mehr spielt. Ja. Ich vermute heute, dass es in der neuen Expansion Nation, was kommt, auf der PlayStation 5 ein Vorreiter ist für eine Story-Erweiterung. Ja. Habt ihr ja eine Story-Erweiterung geplant? Eine neue Waffe bedeutet, dass es vielleicht einen neuen Story-Erweiterung gibt. Habt ihr das geplant? Ja, dann bitte redet's mit uns. Wenn nach fast 9 Jahren oder 8 Jahren oder 9 Jahren, wurscht jetzt, fügt ihr heute nach diesem Update still und leise eine Waffe dazu. Ja, um 250.000 GTA-Dollar. Ja, ich meine, effektiv ist sie schon, aber nur beim Nachladen bei 2 Kugeln ist es halt sehr schwierig, auch bei einem Story-Charakter, wie man hier sieht in diesem Video. Was habt ihr mit dem vor? Was habt ihr mit dieser Waffe wollen sagen? Wir verlangen Antworten. Schweigt nicht wieder. Bitte antwortet.